Und damit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, zu Let's Play halt. Moment. 23.08. um 13 Uhr. Das da wollte ich laden. Und zwar muss ich das erklären. Ja, beim letzten Mal habe ich 2 Stunden aufgenommen. Wir haben 300 Jahre weitergespielt. Und leider ist Fraps dabei abgeschmiert und ich habe es nicht gemerkt. Genau, hier haben wir uns nochmal Stufe 15, haben noch nicht so viel erkundet. Es tut mir leid, dass ihr gerade die Map gesehen habt, für die, die das noch wissen wollten. Ja, und jetzt geht das alles nochmal von vorn los. Wir haben den Weg anders eingeschlagen gehabt. Keine Ahnung, wir waren bei 1800, mal schauen, ob wir es jetzt wieder schaffen. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, ich habe ein bisschen was dazugelernt über die Freundlichkeit, die hier herrscht. Null Freundlichkeit, also ich hoffe, ich habe was dazugelernt. Freundlichkeit tut sich hier bei uns durch, am meisten durch die Bevölkerung erzeugen. Ja, momentan noch eine besetzte Stadt, das ist ein bisschen schlecht. Und ich fange jetzt einfach mal an zu labern. Ich weiß nicht, was ich letzte Runde das erklärt habe, was ich diese Runde alles erklären werde. Darum, Bauaktion? Nein, warte mal. Ach ja, ja klar. Hier haben wir mit dem haben wir nochmal ein Goldes Center das einprobiert, das weiß ich noch. Da haben wir noch ein Goldes Center da eingeleitet. Und wir haben dafür gesorgt, dass unsere Städte auf jeden Fall, also, das wisst ihr natürlich alles nicht. Wir haben dafür gesorgt, dass unsere Städte auf jeden Fall alle, das ist eine Triborke, die kommt mal hier hin und geht da in Position. Nächste Runde. Die bauen da eine Straße und nächste Runde. Ja, das machen wir jetzt. Ich mache jetzt hier, ich hoffe, ihr habt da jetzt Verständnis für ihr. Ja, du denunzierst mich wieder. Bla bla bla. Das macht er die ganze Zeit. Das hat er letztes Mal nur durchweg gemacht. Ich denunziere sie hier. Das ist schön für dich. Hoffentlich funktioniert das. Quebec und Griechenland sind nicht mehr verbündet. Nein! Ihr solltet eine Straße bauen, habe ich gesagt. Seid ihr echt behindert im Kopf? Keine Ahnung, was die Leute machen. Na gut. Wir gehen mal eine Runde weiter. Wir verdienen momentan ganz gut Gold. Angkor Wat von Alexander verendet. Oh mein Gott. Und mal schauen, ob es genauso hätten wir wie die letzte Runde. Ich glaube eher nicht. Denn da sind wir mega hart abgegangen. Wir waren am Ende der Runde, für alle, die das interessiert, die weit erfolgreichste Zivilisation, die es gab. Nichts hat uns mehr in Schatten gestellt. Wir haben so eine hohe Zivilisation gehabt. Mal schauen, ob das jetzt hier genauso wird. Ich weiß es nicht. Wir müssen können es nur hoffen. Wir haben momentan noch minus 1 Freundlichkeit. Das werden wir so schnell auch nicht wegkriegen, weil die Stadt noch geplündert ist. Ich trinke mal nebenbei was. Es ist übrigens, heute ist der 5. Es ist mega warm. Es ist aber richtig Sommertemperatur hier. Das ist so krass. Und all erhoben sich mit ihm zugleich, so dass es ringsum rauschte wie der ferne hinrollende Donner. Er ermöglicht den Bau von Opernhäusern, die einen großen Kulturbonus liefern. Forschung wählen. Wir wählen die Metallverarbeitung. Einheit benötigt Befehle. Ein Bautrupp kann hier doch einfach mal schlafen gehen. Den haben wir schlafen geschickt, das will ich noch. Nächste Runde. Ihr habt endlich eine Straße errichtet. Sind die irgendwie behindert oder so? Warum machen die nichts? Keine Ahnung. Manchmal buggt das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen. Ja, ich weiß, dass große Unzufriedenheit daher kam. Also ich glaube zumindest, dass große Unzufriedenheit daher kommt, dass wir momentan nicht so viel zu essen haben. Was machen die?
Ach komm, legt euch pennen. Nächste Runde. Keiner, was bei denen schief läuft, aber irgendwie dann doch nicht, ne? Lalalalalala. Ach nee, wisst ihr, ich habe mit dir noch was gemacht, und zwar habe ich die rüber geschickt, weil ich Angst hatte, dass der Cäsar mich angreift, und deswegen habe ich mir hier noch ein wenig ausgeholfen mit den Produktionen. Wir machen das mal jetzt wie nächste letzte Runde, und zwar habe ich dann darauf geachtet, dass ich Zeug kaufe, was mein Geld vorantreibt. Wir sind richtig ins Geld gegangen. Bank hier noch, nächste Runde. Wir sind richtig hart auf Geld gegangen. Hatten dann auch Glück, dass wir jemanden bekommen haben, der mir ein Steuerinstitut, klasses Deutsch, ermöglicht hat. Und das war alles ziemlich cool. Und dann zeige ich euch mal einen Trick, den ich, Moment, die kommen jetzt erstmal rüber. Zeige ich euch mal einen Trick, den ich jetzt rausgefunden habe, letzte Runde. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich könnte jetzt aus dem neuesten. Und zwar, nein, erstmal wollen wir hier auch so. Hier bauen wir mal ein Monument. Produktion wählen, bauen wir mal eine Bank. Einheit benötigt Befehle. Nicht nächste Runde, sondern wir gehen mal nach Andergast. Und man kann nämlich auch Produktion kaufen. Das ist ziemlich geil. Wir haben gerade 1100 Gold. Und dann kaufe ich jetzt einfach mal, was haben wir denn hier so? 25% mehr Gold. Und einen Händlerplatz. Da kaufe ich jetzt einfach mal eine Bank. Tada, wir haben eine Bank gekauft. Haben ein bisschen mehr positive Zeugs bekommen. Und können wir da noch was kaufen mit 350? Nicht wirklich. Deswegen gehen wir mal kurz auf Geländefeld. Geht auch nichts gerade. Dann gehen wir zurück und starten die nächste Runde. Und wir bekommen nächste Runde schon 150 Gold. Ist natürlich ziemlich geil, die gehörten Zeitalter. Und was ich auch mitbekommen habe hier, umso höher die Kultur, die Völker, die am meisten lachen. LOL. Achso, weil wir momentan nur zwei haben. Das wird sich aber ganz krass. Also, ich habe es am Ende gehabt, dass ich wirklich 50 Leute gelacht haben. Das war so geil. Ich habe richtig gefeiert. Also, die Leute haben gefeiert, darüber habe ich gefeiert. Und dann haben wir alle gemeinsam gefeiert, wie das halt so ist. So, hier oben hatte ich Folgendes gemacht. Und zwar habe ich bei Belgrad mir dieses Feld da noch gekauft. Zurück zur Karte. Und dann habe ich hier... Warum kann ich hier keinen Bauernhof bauen? Ach, hier ist ja schon ein Bauernhof. Dann habe ich hier eine Festung gebaut und hier noch einen Bauernhof. Ah, da ist ja auch noch einer. Super, dann muss ich die gar nicht bauen. Und ihr seht schon hier, die Leute gehen ordentlich ab. Die ganze Zeit ist das schon so gewesen. Dein goldenes Zeit aber beendet. Und da sieht man hier, wir haben 256. Wir bekommen plus pro Runde... zwei dazu, das ist nicht viel. Und dann, je nachdem, wann erreichen wir ein neues Zeitalter. Kann bei zwei also gut mal momentan 700 Runden dauern. Das geht natürlich nicht. Deswegen, ihr solltet dein Ding spawnen. Müssen wir natürlich da ein bisschen was machen, dass wir so mal auf 30 oder 40 kommen. Damit das nicht 700 Runden dauert. Das wäre ein bisschen doof. Yay, und da haben wir ihn. Den großen Händler, da bin ich, das ist ja super. Verläuft also doch nicht random, sondern ist mit Absicht gemacht. Und den schicken wir jetzt nämlich da hoch, ne, hier hoch. Und lassen den ein Zoll anbauen, ja. So sieht das gute Stück aus, das habe ich beim Anfang, habe ich mir gleich geholt, fand ich richtig geil, mein neues Gebäude. Und wir kriegen mehr Gold. Wir kriegen dann ungefähr 100 Gold pro Runde, das ist natürlich ziemlich viel. 31,35 durch die Bevölkerung erzeugt. Ich wüsste gerne, wie man das wegmacht, ganz ehrlich. Insgesamt 25 aus dem Besitz von mindestens... einer Ressource der folgenden Luxusgüter. Aha. Aus Sozialpolitiken... Also mehr Ressourcen bringen mehr Zufriedenheit. Produktion wählen.
In Andergast holen wir uns jetzt erstmal. Ach, siehst du, hier war doch irgendwas. Genau, hier, guck mal. 10% Unzufriedenheit durch Bürger in die nicht besetzten Städten. Bam. Nehmen wir nämlich mal das hier, bauen den Spaß. Das hatte ich nämlich auch gebaut. Dann hat man hier noch irgendwas Geiles. Moment, da war noch was. Da, Notre Dame haben wir noch. Nächste Runde, die bauen da schöne Straße. Warum auch immer die das immer noch nicht gemacht haben, die sind ein bisschen träge. Ein unbekannter Spieler hat England denunziert. Das stört mich wirklich relativ wenig. Ihr baut da jetzt einfach mal eine Straße nach da. Und die nächste Runde beginnt. Hier sieht man noch die Forst, die ich mal gebaut hatte. Und auch hier kommt ein neues Fort von mir hin. Ach, man kann ja auch umbauen oder was? Lol. Okay. Dann produziert die jetzt Gold. Nicht schlecht. Orakel in einem fernen Land gebaut. Wir sind jetzt schon 1600, noch 250 Jahre ungefähr. Dann haben wir den Stand, den ich da hatte. Mal gucken, ob wir es genauso gut hinkriegen wie damals. Aber ich glaube nicht, weil ich jetzt gerade schon ein bisschen was anders gebaut habe. Da wird sich ein bisschen was ändern. So, die machen jetzt hier mal bitte noch eine Straße hin. Und dann geht's auf zur nächsten Runde. Die machen den komischen Grab hier drüben. Keine Ahnung. Oder mit hat Frieden mit geschlossen. Okay. Und da ist die Metallverarbeitung fertig, sehe ich gerade. Alter. Nächste Runde. Ah ne, jetzt ist die Metallverarbeitung fertig. Einer benötigt Befehle. Jetzt kannst du dich ausruhen. Nächste Runde. England hat Japan denunziert. Nein! Aus schlechtem Stahl wurde noch nie ein gutes Messer gefertigt. Er ermöglicht die Ausbildung von Lancier, einer schnellen berittenen Einheit, um andere berittene Einheiten zu verfolgen. Okay. Forschung wählen. Wir wählen mal die Navigation. Nächste Runde. So, jetzt gehe ich mal nach da. Kaufen wir noch schön was Tolles. Was haben wir denn? Eine Universität. Zwei Wissenschaft durch Dschungelgeländefelder. Produktion der Stadt. Na dann, machen wir die Werkstatt hier. Go, go. Und hier unten können wir noch ein Aquädukt kaufen. Tada! Und dann werden wir mal die Produktion in Andrizio, Dingensbums. Nationale Schatzkammer. Benötigt einen Markt in allen Städten, je mehr Städte.